Yeah. Dark 365, becoming a better team with our dogs, changing our lives. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Ihr Lieben, eine neue Woche startet. Wir sind wieder live dabei, Online-Hundeschule zu machen. Wir sind Jörg und Tina und einer der Haupttrainer von MyDog 365. Und wir freuen uns während der Corona-Zeit, euch ein bisschen die Zeit zu vertreiben, die Hunde vielleicht ein bisschen mit auszulasten, euch den einen oder anderen Trick zu verraten, wie man seinen Hund beschäftigen kann, wie man mit ihm üben kann. Und also eine neue Woche hat begonnen, eine neue Ära wahrscheinlich auch, denn letztendlich gibt es ja jetzt ein paar Beschränkungen, die gelockert worden sind. Und wir hoffen natürlich erstmal, dass es euch allen richtig gut geht. Wir kriegen immer ein tolles Feedback. Also viele von euch deutschlandweit, europaweit, muss man mittlerweile schon sagen, sind mit dabei. Schreibt gerne in den Verlauf rein. Wo kommt ihr her? Geht es euch gut? Seid ihr hoffentlich gesund? Was habt ihr für Hunde? Also teilt etwas über euch mit. Denn wir beide haben natürlich immer die kleine Schwierigkeit. Wir sitzen hier alleine im Studio und haben gar nicht so das Bild vor Augen, wer alles so mitmacht und dabei ist. Also nutzt diesen Chat gerne auch, um etwas über euch zu erzählen. Wir sind auf jeden Fall sehr, sehr neugierig und gespannt. Und natürlich auch, wie es euch jetzt nach der Zeit, wir machen das jetzt auch schon eine ganze Weile, wir beide hier im Studio, wie es euch mit den Übungen ergeht. Also was klappt gut, wo hapert es vielleicht noch? Also nutzt das aus, wir sind neugierig und freuen uns auf euch. Ja, wir haben heute eine Übung mitgebracht, die ganz im Gegensatz zu sonstigen Übungen, die wir gemacht haben, nur dem Sinn und Zweck folgt, den Hund zu pflegen. Das heißt, Krallenschneiden ist heute das Thema. Und wir wollen das ganz gerne von vorne aufbauen, so dass auch Hunde, die Krallen geschnitten werden können, die das ansonsten nicht so gerne mögen. Wir haben das sind zwei Phasen unterteilt. Das erste ist, wie man das überhaupt mit einem gewöhnlichen Hund machen sollte. Die zweite Phase ist, dass wir das gerne zeigen möchten, wie man das mit einem Hund macht, der sonst schon Panik davor hat und den man schon sedieren muss, damit man überhaupt seine Krallen schneiden kann. Oh ja. Also generell Krallen schneiden ist eine Sache, die ganz schön vernachlässigt wird und die eine ganz besondere Wichtigkeit hat, nämlich durch eine zu lange Kralle kommt es zu Fehlstellungen und das kann letztendlich auch zu chronischen Schmerzen sogar führen beim Hund. Also keine Bange, nicht jede lange Kralle führt sofort zu Schmerzen, aber wenn über einen langen Zeitraum die Krallen wirklich viel zu lang sind, kann das zu Fehlstellungen führen. Darum bitten wir darum, bitte achtet auf die richtige Krallenlänge, so dass sie möglichst nicht immer den Boden berühren, sobald der Hund gerade steht, sondern sie sollten dann so ein bisschen in der Luft schweben. Genau. Das heißt aber nicht, dass ihr jetzt alle Krallen schneiden müsst. Es gibt auch Hundehalter, die sagen, ach nee, das kann der Tierheilpraktiker oder der Tierarzt machen. Das reicht, das möchte ich auch vielleicht gar nicht. Manchmal besteht einfach so eine Hemmung. Aber das Training dahingehend ist tatsächlich eine ganz gute Sache, weil es eine schöne Vorbereitung ist, seinen Hund auch daran zu gewöhnen, dass er sich überall anfassen lässt. Das ist insofern wichtig, denn sollte es mal auch mal zu einem Notfall kommen oder der Hund einfach unter einer starken Anspannung stehen und wir müssen unseren Hund anfassen, egal wo erstmal, ist es gut, wenn er es einfach vorher kennengelernt hat und wir das möglicherweise noch über ein Signal auch wirklich abrufen können, sodass er weiß, alles klar, wenn Frauchen sagt Ohr, dann fasst sie mich am Ohr an, sagt sie Pfote, fasst sie mich an der Pfote an. Und darüber kann man eben was Bekanntes mitgeben. Also nutzt diese Zeit, auch wenn ihr sagt, ich werde niemals meinem Hund die Krallen schneiden. Oder das macht eben einfach jemand anderes. Und es ist völlig in Ordnung, diese Entscheidung zu treffen. Aber macht diese Übung, diese Trockenübung eben ruhig einfach mit. Denn A, ist es natürlich auch eine schöne Kuschel- und Entspannungsübung auch letztendlich. Eine schöne Einheit, die ihr mit eurem Hund durchleben könnt. Und auf der anderen Seite baut es dann eben langfristig natürlich auch Vertrauen auf. Eins möchte ich noch dazu sagen, also es wird immer viel diskutiert, soll sich mein Hund denn überhaupt überall anfassen lassen? Hat er denn nicht das Recht dazu, dass er sich eben nicht anfassen lässt? Die Meinungen gehen da auseinander. Das darf auch jeder für sich auf jeden Fall entscheiden. Wir beide, ich denke, Jörg, da kann ich für dich mitsprechen, aber so halten wir es eigentlich.
tatsächlich, wir bringen unseren Hunden eigentlich frühzeitig bei, dass sie sich überall anfassen lassen, dass sie das eben wissen, dass das passiert und dass das nichts Schlimmes ist. Bei anderen Hunden tun wir das auch niemals, ohne vorher Rücksprache mit Hund und Halter gehalten zu haben. Da ist natürlich immer nötiger Respekt definitiv bei. Aber wie gesagt, im Notfall ist es für uns wichtig, dass wir die Chance haben, eingreifen zu können. Und das tun wir eben nun mal mit Händen. Und daher ist es wichtig, dass da einfach eine gute Konditionierung drauf liegt, dass die Hunde eben wissen, aus der Hand kommt immer nur was Gutes. Also Streicheleinheiten, Massagetechniken, Entspannung, Leckerchen und was man eben sonst noch in Händen mittragen kann. Ja, ich würde sagen, ich starte einfach mal. Ich gehe mit Frau Meier mal auf die Matte. Jo. Ich bewaffne mich mit Krallenzange und ein bisschen Futter. Frau Meier, komm, wir wollen was machen. Jo. Zum Glück hat Frau Meier ja schon eine Assoziation, eine gute Assoziation mit einer Unterlage, dass ich ihr sagen kann, geh mal auf die Decke. Und dann weiß ich schon, aha, das hat was mit Ruhe zu tun. Da Frau Meier auch ein bisschen größer ist, muss das nicht immer so sein, dass sie jetzt speziell mal ganz auf der Decke liegen muss. Bei uns ist das jedenfalls so. Ich könnte, wenn ich das jetzt unbedingt für wichtig hielte, sie ja auch noch dahin bringen, dass sie ganz sich da drauf legt. Aber für mich ist das ausreichend. Das Wichtigste ist, glaube ich, zu wissen, dass man nicht zu einem Hund einfach hingeht und sagt, so jetzt will ich deine Krallen schneiden und fasst dann an und wird dann automatisch eine Gegenreaktion bekommen, sondern wichtig ist, dass der Hund immer eine Aufgabe bekommt, eine Aufgabe, wie er positioniert sein soll. Generell zur Pflege gibt es so drei Grundstellungen, die man ganz gut gebrauchen kann. Entweder steht der Hund, er sitzt, oder er liegt auf der Seite. Und in diesen drei Grundpositionen kann ich eigentlich fast jede Pflegemaßnahme durchführen. Für das Krallenschneiden ist das Liegen auf der Seite besonders gut. Ich muss nicht unbedingt den Hund auf der Seite liegen haben, aber es hilft ein bisschen, wenn der Kopf mit unten ist. Und jetzt fängt das schon an, Frau Meier kennt das schon, das ist so ein Ritual, dass ich sie auf eine bestimmte Art und Weise streichle. Und sie weiß einfach, dass ich sie besser streicheln kann, wenn der Hund, und sie sich auch ein bisschen besser entspannen kann, wenn sie mit dem Kopf ganz unten ist. Das Wichtigste ist, dass ich nicht einfach so anfasse. Frau Meier lässt sich das zwar gefallen, weil wir da schon viel geübt haben. Ich kann auch eine Kontrolle zwischen den Zähnen vornehmen, wo ja viele Hunde kitzlig sind. Ich kann auch so ihre Krallen anfassen, was viele Hunde nicht sich gefallen lassen. Damit das aber funktioniert, fängt man an, erst einmal den Hund auszustreichen. Wichtig dabei sind die Art der Bewegung. Ungünstig ist es, wenn ich jetzt sage, oh, ich will gleich die Krallen schneiden, und dann werde ich schon selber kurzatmig und fange an, kurze rhythmische Bewegungen zu machen. Sondern wichtig ist, gleichmäßig langsam zu atmen und dann vom Kopf her links und rechts an der Wirbelsäule entlang streichende Bewegung ganz bis nach hinten durchzumachen. Und am besten auch richtig das Bein runter entlang und dann am Bein entlang so ausstreichen lassen. Es ist ein unglaublicher Effekt, was das an Ruhe in den Hund hinein, auch die Rute kann man ausstreichen lassen. Also so mit der Hand links und rechts an der Wirbelsäule entlang gehen und in dieser Geschwindigkeit in langen Strichen bis zur Zehenspitze oder bis zur Rutenspitze runterzustreichen. Dasselbe kann man dann auch hier auch am Schulterblatt runtergehen und dasselbe hier mitmachen. Normalerweise mache ich das von der anderen Seite, macht sich nur nicht so gut, wenn da jetzt die Kamera steht. Also mache ich das mal ein bisschen von dieser Seite, damit man das ein bisschen besser sehen kann. Dieses Ausstreichen ist erstmal das Allerwichtigste. Und mein Hund muss dazu erstmal in einer ruhigen Position liegen. Solange noch eine Gegenwehr da ist, würde ich jetzt nicht in den nächsten Schritt gehen. Der nächste Schritt ist, dass ich erstmal ankündige, guck mal, jetzt kommt das Ding hier. Die kennt sie, findet sie jetzt aber schon nicht mehr aufregend, weil sie weiß, ja, so schlimm ist das nicht. Und jetzt passiert es, dass ich jetzt mit der Krallenzange dieselbe Handlung nochmal vollziehe. Ich habe die also in der Hand und damit streiche ich jetzt den Hund ab. Und das erst muss mein Hund in Ruhe sich gefallen lassen. Und wenn er das nicht tut, kann ich nicht den nächsten Schritt gehen. Ja, wir staubt hier ein bisschen, Frau Meier hart gerade, sehr, sehr, sehr schlimm. Jetzt kommt die nächste Phase, dass während ich sie auch streiche, ich dann auch mit der Zange sie berühre und runtergehe und jetzt kurz dort bewege und sage, prima hast du das gemacht.
Frau Meier, das hast du gut gemacht. Also für Frau Meier ist das jetzt keine besondere Leistung. Ein Hund, der sich das sonst nicht gefallen lässt, für den ist es eine Leistung und er bekommt dafür etwas. Das heißt, ich werde eine Maßnahme machen, etwas, was ihm sonst unangenehm ist, aber so schnell, dass der Hund nicht in die Gegenwehr gerät. Und dafür, dass er dafür stillgehalten hat, was ihm dann nicht mehr so schwer fällt, dafür kriegt er einen Keks. Also ich gehe hier runter, streiche hier runter, bewege das vielleicht mal so ein bisschen. Prima, hast du das gemacht. So ist gut. Ich mache es so, dass ich das Ganze auch noch ankündige. Das bedeutet, überall, wovor man sich Sorgen macht, wo man einen Schmerz erwartet, und das wird nicht angekündigt, das kommt auf einmal so plötzlich, das ist nicht gut. Zum Beispiel, wenn man mit einem Kind zum Kinderarzt geht und das Kind bekommt eine Impfung, halte ich es für nicht gut, dem Kind zu sagen, du, das tut überhaupt nicht weh. Das tut weh. Da wird eine Nadel in den Arm hineingesteckt und das tut weh. Und auch diese Maßnahme, mit einer Krallenzange an die Kralle ranzugehen, ich glaube, dass es auch ein bisschen, ganz klein bisschen wehtut. Zumindest ist es ein ganz komisches, unangenehmes Gefühl. Und zu sagen, du, das tut gar nicht weh, das ist Verarschung. Und genau wie ich es nicht mit dem Kind machen würde, würde ich es auch nicht mit dem Hund machen, sondern zu sagen, du, da kommt gleich was. Aber auch nur, wenn ich es ankündige, kommt da etwas. Und das bedeutet, ich sage einfach, jetzt. Und das mache ich auch. Komm mal wieder auf die Seite. Das muss auch eine gewisse Freiwilligkeit sein. Und jetzt mache ich es folgendermaßen, dass ich dann zur Kralle hingehe. Ich muss erstmal ganz entspannt dort sein können. Dann sage ich jetzt. Und dann schneide ich. Prima hast du das gemacht. Und dann bekommt sie wieder ein Stückchen dafür. Wenn ich das Stück für Stück so aufbaue, dann wird es so passieren, dass ich dann nicht nur eine einzige Kralle schneiden brauche, sondern dass ich auch die ganze Pfote durchschneiden kann. Später wird das überhaupt kein Problem mehr werden. Und ich muss auch nicht mehr jede kleine Annäherung und jede Kralle einzeln belohnen, sondern es reicht völlig aus, wenn ich dann für jede Pfote sage, prima hast du das gemacht. Okay, ich glaube, das wäre erstmal so die erste Grundlage dafür, wie man überhaupt beginnt. Genau. Wichtig, ich fasse nochmal zusammen. Erstmal gibt es eine Grundposition. Nicht einfach zum Hund hingehen und die Pfote anfassen, sondern erst nimmt dieser Hund eine Grundposition an. Die wird beibehalten. In dieser Grundposition beginne ich dann erstmal den ganzen Hund auszustreichen, damit ich mich erstmal beruhige, weil ich meistens selber auch aufgeregt bin, meine Atmung kontrolliere und den Hund auch dadurch beruhige, indem ich ganze Striche führe. Ganz bis zum Ende durch. Dann kommt eine Desensibilisierung, dass ich also die Zange selber nehme, damit entlang streiche und dann beginne ich, den Hund dafür zu loben, dass er sich das gefallen ist und dabei auch noch ganz still liegt. Und dann muss ich einfach gucken, wie schnell das geht. Es kann gut sein, dass ich bei einem sehr aufgeregten, nervösen Hund erst einmal vielleicht 2 Sessions habe an 2 Tagen, wo ich einfach nur mit der Zange entlang streiche und nichts weiter passiert. Und erst beim 4. oder 5. Tag beginnen, überhaupt die erste Kralle zu schneiden. Da muss ich mir Zeit beilassen. Das heißt, ich gehe nicht über den Willen des Hundes hinweg, sondern alles passiert hier freiwillig. Das ist eine ganz große Grundbedingung, so wie wir es handhaben. So, Frau Meier, jetzt gehen wir wieder zurück. Genau. Ich glaube, 1, 2 Tipps kann ich auch noch mitgeben. Und zwar konntet ihr sehen, dass Jörg Frau Meier mit dem Handrücken gestreichelt hat. Also nicht mit der Innenhand. Das ist vor allen Dingen ein schöner Tipp, gerade wenn es sich um ängstliche und unsichere Hunde handelt. Denn mit dem Handrücken ist es so, dass wir noch mal ein anderes Gefühl transportieren und auch selber etwas vorsichtiger sind im Umgang, als auch die Hunde keine Erfahrung mit dem Handrücken haben. Denn wenn wir mit Hunden agieren, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Man kann streicheln und nett sein, man kann den Hund drücken, man kann auch böse Sachen damit machen, die wir natürlich alle nicht tun wollen, aber es leider eben auch zwischendurch noch gibt. Man kann den Hund auch damit schlagen und somit bekommt die Innenfläche natürlich nochmal eine ganz andere Bedeutung. Und für dieses Ausschleichen, wo wir eben ganz klar sagen wollen, ab in die Ruhe, ist es sinnvoll, hier etwas nochmal eine neue Fläche zu benutzen und da kann der Handrücken eben wirklich nochmal eine große Hilfestellung sein. Weiterhin würde ich auch gerne noch mal darauf zu sprechen kommen, dass das Handling von der Krallenschere natürlich auch letztendlich geübt werden muss. Das sah jetzt elegant aus bei Jörg, einmal drüber und hinten konnte man eben auch schneiden. Kleiner Tipp, übt dieses Handling aus allen Positionen. Also
dass ihr das eben auch aus dem Sitzen heraus könnt oder vielleicht auch aus dem Liegen, so dass es eben für den Hund angenehm ist und man dann eben, wenn ihr zuschneidet, eben auch richtig zuschneiden könnt und dass man dann nicht genau in dem Moment, wo man sagt, jetzt würde ich draufdrücken, dass es dann irgendwie wackelt oder hapert. Gleichzeitig muss man auch nicht sofort schneiden. Das heißt, in diesem Lauf, in dieser Bewegung kann es auch sein, dass man erstmal nur in der Luft schneidet und das vorher eben auch schon angekündigt hat. Denn Jörg sagte ja, diese Ankündigung vor Schmerz oder vor einer Aktion, sagen wir es mal besser so, die sollte natürlich stattfinden und die bringt einfach eine Planbarkeit mit und das macht die Sache wieder wesentlich entspannter. Also daher, wie gesagt, auch die Info, alles was passiert, kann definitiv angezeigt werden und das ist für den Hund eigentlich eine ganz große Hilfestellung. Aber ich sehe, wir haben die erste Frage und da schauen wir mal drauf. Ja. Karen schreibt, einer unserer Hunde hat sehr dunkle Krallen. Ja, gibt es da einen Trick zu sehen, wie weit wir schneiden dürfen? Ja, also man kann versuchen, von unten die Kralle sich anzuschauen und dann sieht man, dass dort das Leben so keilförmig in die Spitze einläuft und man darf auf keinen Fall in diesen Keil hineinschneiden. Wer ganz auf Nummer sicher gehen möchte, verwendet ganz einfach nur ein millimeterweises Abschneiden. Bei dunklen Krallen ist es einfach so, dass man es nicht sehen kann. Man kann aber versuchen, so, also wenn Hunde ganz lange Zeit, ganz lange Krallen haben, dann ist es leider so, dass dieses Leben, also die Blutgefäße, ziemlich weit auch nach vorne sich weiterentwickeln. Das heißt, die reichen dann auch weiter. Man müsste dann über einen Zeitraum von ein paar Wochen immer mal wieder ein Stückchen abnehmen, so dass man letztendlich auf die richtige Länge kommt. Also lieber ein bisschen weniger und einfach mal ausprobieren. So einen Millimeter kann man eigentlich immer wegnehmen. Und wer noch sicherer gehen möchte, der schneidet nicht, sondern der raspelt. Der feilt. Genau. Also, da könnt ihr die Übung aber auch genauso aufbauen, wie Jörg es vorgemacht hat. Nur anstatt einer Krallenschere habt ihr dann eben entsprechend etwas zum Feilen in der Hand. Und wenn der Hund darüber erstmal ein paar Wochen dran gewöhnt ist und man merkt, es arbeitet eben wieder oder anders, es gibt einen neuen Rhythmus für die Krallen, dann verändert sich natürlich auch die Zusammensetzung und dann ist es irgendwann auch mit dem Schneiden wieder möglich. Ja. Okay, nächste Frage. Wollen wir drauf gucken. Christine schreibt, mein Tierarzt sagte, das würde sich abwetzen, man müsste nicht unbedingt schneiden. Ja, Christine, kommt auch hier definitiv auf den Hund an und auch auf die Untergründe und auf die tägliche Aktivität, die man so hat. Und damit sind wir wieder bei komplett individuellen Antworten. Bei dem einen Hund muss es geschnitten werden, bei dem anderen nicht. Da wetzt es sich eben auch tatsächlich ab. Hunde, die zum Beispiel viel auf Asphalt laufen, die viel Schwung holen, da ist die Chance natürlich wesentlich größer, dass sich das abläuft. Wir zum Beispiel, wir sind, leben sehr, sehr ländlich. Und wir haben in der Umgebung, wo wir eben spazieren gehen, auch relativ wenig Asphalt. Also bei uns besteht trotz der Auslastung, die die Hunde haben, trotz vieler Spaziergänge, dennoch die Gefahr, hätte ich jetzt fast gesagt, das ist jetzt keine Gefahr, aber die Notwendigkeit, genau, dass auf jeden Fall die Krallen doch irgendwie nochmal von uns in diesem Abstand kontrolliert werden müssen. Und es ist also kein Muss, dass ein Hundehalter das tun muss, sondern eher geht es darum zu beobachten, braucht mein Hund das jetzt? Und da, wie gesagt, führen auch 1000 Wege nach Rom. Das ist eben eine Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen. Und wie gesagt, ansonsten macht es der Tierheilpraktiker oder der Tierarzt definitiv auch und unterstützt. Oder man sagt eben, also bevor ich da jetzt mit der Kralle rangehe, ich glaube, wir spielen hier noch mal auf dem Asphalt ein bisschen Fußball oder machen das regelmäßig. Und so kann man es natürlich auch trainieren, gar keine Frage. Ja. Also was ganz klar zu sagen ist, es ist nicht richtig, dass jeder Hund seine Krallen selber abläuft. Das ist ganz gewiss nicht der Fall. Man muss einfach wirklich individuell schauen, wie sieht es bei meinem Hund individuell aus. Genau. Aber das ist ja im Hundetraining eigentlich immer so. Ne? Also was habe ich für einen Hund? Welche Bedürfnisse hat er? Wie sieht der Alltag aus? Was habe ich für einen Hundehalter hinten an der Leine? Und schon ändert sich ja alles wieder und alle Gegebenheiten. Das ist ja das, was unseren Beruf ja auch irgendwie total spannend macht. Denn das verallgemeinert bezogen haben wir natürlich als Trainer das ganz große Glück, oder ich empfinde das wirklich als Glück, mit Hundehaltern und Hunden zusammenzuarbeiten, die einfach niemals identisch sind. Also es sind immer eigenständige Persönlichkeiten. Und da muss man einfach gucken, was braucht dieser Halter jetzt? Genau mit diesem Hund, was braucht der Hund? Ja, und so entscheidet man das dann. Okay, wir haben die nächste Frage. Ja. Katharina schreibt, unsere Hündin hat vor dem Geräusch Angst, dass die Zange beim Abschneiden macht und zieht dann die Pfote weg. Was kann man da machen? Okay, Katharina, erstmal ist total schön, dass du das schon identifiziert hast, wovor dein Hund letztendlich Angst hat oder sich eben Sorgen macht. Das ist dieses Geräusch und da besteht eben die Möglichkeit, dass man ein Training völlig unabhängig von diesem
Geräusch trainiert, so wie Jörg das gemacht hat. Also Schaden tut das überhaupt nicht, das sollte aufgebaut werden. Aber das Geräusch sollte eine andere Bedeutung bekommen, wenn dein Hund das in Zukunft hört. Das könnte man also in einem zweiten Training nochmal gezielt angehen, dass der Hund eben ein anderes Gefühl dazu entwickelt, wenn er dieses Geräusch hört. Spannend ist hier, du sprichst von dem Geräusch, nicht von dem Geräusch mit der Kombination, wo man vielleicht schon mit der Pfote an der Kralle ist. Kleiner Tipp, schau auch, dass du nicht schon in so einer Erwartungshaltung bist. Also ihr habt gesehen, Jörg hat gerade entspannt durchgeatmet, ganz locker ist er diese Übung angegangen. Wenn wir wissen, dass unserem Hund das eigentlich nicht so gefällt, aber es vielleicht doch notwendig ist, dass wir die Krallen schneiden, dann geraten wir aber selber unter Stress und unter Dampf. Und es kann also gut sein, dass es eben vielleicht auch nicht nur das Geräusch ist, sondern eben auch die eigene Anspannung noch vorhanden ist, so dass man eben da nochmal einmal Sherlock Holmes spielt und guckt, dass man das eben auch entweder mit beachtet, also dass es eben nicht nur das reine Geräusch ist, das kriegst du aber relativ gut trainiert, indem du das natürlich nochmal untersuchst und guckst, was ist es jetzt letztendlich gewesen. Und danach findet ein Training statt, wo du eben dafür sorgst, dass der Hund eben dieses Geräusch unabhängig dieser Übung nochmal völlig neutral kennenlernen darf. Wolltest du? Ich würde sagen, nachher, wenn ich gleich die zweite Übung zeige, wie man mit sehr ängstlichen Hunden umgeht, wie man da vorgehen könnte, dann würden wir auch nochmal die Sache mit dem Geräusch nochmal nehmen. Genau, weil das kannst du dann letztendlich gut übertragen und projizieren, denn es geht ja darum, nicht nur, wenn Hunde allgemein ängstlich sind, sondern jetzt in diesem Fall hat der Hund eben Furcht vor etwas. Das ist schon ganz spezifisch. Aber das Gefühl ist ja bei beiden Hundetypen jetzt so, dass wir ein besseres Gefühl haben wollen, dass die Hunde eben sagen, alles klar, ich lasse das in Zukunft gerne mit mir machen. Kein Problem. Okay, schauen wir uns die nächste Frage an. Ramona schreibt, unser Hund liegt selten auf der Seite, wenn doch nur in seinem Korb, wo wir ihn natürlich in Ruhe lassen. Wie soll ich die Übung dann üben? Also, gibt jetzt mehrere Ansätze. Tatsächlich könntest du dieses bewusst trainieren, dass sich der Hund auf die Seite legt. Oder ihr wählt eine ganz andere Position. Theoretisch denkbar sind auch Positionen im Sitz und der Hund lernt beispielsweise, die Pfoten anzuheben. Zumindest vorne. Hinten sieht das witzig aus. Nein, also dafür findet man andere Möglichkeiten. Aber, also das wäre eine Alternative, die zumindest in der Theorie möglich ist, also in der Praxis auch, aber für hinten wird es natürlich dann ein bisschen schwieriger. Im Stehen, das, was Jörg vorgeschlagen hat. Oder wir gehen nochmal auf den Punkt ein, dass du eben sagst, im Körbchen lasst ihr den Hund natürlich in Ruhe. Da scheint ein Gefühl hinter zu stecken. Oft wird erzählt, oder ist auch so praktiziert, dass der Hund im Körbchen nicht angefasst werden soll und in Ruhe gelassen werden soll. Es gibt Hunde, die ziehen sich einfach zurück, die fühlen sich darin wohl, aber die hätten auch nichts dagegen und gar kein Problem, wenn der Hund da gestreichelt wird. Das muss natürlich nicht der Besuch machen. Ich finde das auch völlig in Ordnung, wenn der Hund so seinen Bereich hat, wo er sagt, nö, da muss jetzt nicht jeder hinterher dackeln. Also ne, wir lassen den Besuch ja auch nicht unbedingt ins Schlafzimmer oder sowas, sondern wir haben eben ganz klare Orte ausgewählt, wo wir das in Ordnung finden. Und dann ist es eben so, dass man aber überlegen könnte, wenn der Hund entspannt in seinem Körbchen liegt und er empfindet das als total angenehm, wenn du jetzt hinkommen würdest und ihn da streicheln und entspannen würdest, dann wäre die Konsequenz, wenn du das Training so aufbauen könntest, dass der Hund entspannt bleibt, auch eben eine Option, dort die Krallen auch wirklich zu schneiden. Voraussetzung ist natürlich ganz klar, dass du dafür Sorge trägst, dass der Hund weiterhin dort seine Ruhe hat und entspannt ist. Vielleicht eben mit der kleinen Ausnahme, dass du eben dahin kommst. Das wäre auch mein Vorschlag. Also entweder würde ich dieses Körbchen in seiner Eigenschaft erweitern, dass man mit einer bestimmten Vorankündigung sagt, du, pass auf, jetzt komme ich. Einmal zum Schmusen, aber auch zum Krallenschneiden. So schlimm ist das nämlich gar nicht. Oder die andere Variante, dass ich dieses Liegen einfach an anderer Stelle nochmal wieder reproduzieren können kann. Das würde ich so machen, dass ich eine bestimmte Decke nehme. Die würde ich in dieses Schlafkörbchen hineinlegen. So, dass der Hund auch das schon mal assoziiert, aha, diese Decke liegt in diesem Körbchen und diese Decke kann man auch rausnehmen. Und an anderer Stelle könnte ich jetzt beim Hund sagen, so, jetzt leg dich mal dahin und dann gehe ich mit meinem Hund runter und versuche ihn in die Seitenlage zu streicheln. So, dass er auch dort gut in die Entspannung kommt. Auch für Frau Meier war es gerade hilfreich, dass die Decke dort lag, weil das bedeutet schon mal so eine Ankündigung von Liegen und Ruhe. Und genau das kann man auch übertragen, dieses Liegen, wenn er in einem Körbchen liegt, dann liegt er auch woanders.
Das ist eigentlich kein großes Problem, wenn du dir also Sorgen machst, Tinas Vorschlag zu folgen und das Körbchen, die Bedeutung dessen zu erweitern, dann lass ihn einfach noch woanders liegen. Genau. Oder eben spannend auch, warum legt er sich ansonsten nicht auf die Seite, da auch nochmal diesen Punkt zu finden. Was steckt dahinter? Welche Gefühlslage hat er da? Also es bleibt spannend. Das ist eigentlich eine ganz interessante Sache, ne? wo viel nochmal überlegen könnten. Aber wie gesagt, das wären erstmal Optionen, die möglich sind. Wir haben die nächste Frage. Andrea schreibt, mein Chihuahua hat Probleme, wenn die Wolfskralle zu lang ist. Kralle schneiden ist schwer, weil sie dunkel ist. Soll man diese ziehen lassen oder ist die Wolfskralle wichtig für Hunde? Ja, ich glaube, da gibt es so eine etwas unklare Rechtslage, wie das mit dem Entfernen der Wolfskralle ist. Es gibt ja ein Gesetz, das verbietet, irgendetwas vom Hund abzuschneiden, um was zu amputieren. Und die Wolfskralle ist ja nun mal als Ausstülpung der Haut ja irgendwie doch schon Bestandteil des Hundes. Darum gibt es unterschiedliche Meinungen, wie es rechtlich ist. Ein Tierarzt wird das höchstwahrscheinlich machen, wenn er vor allen Dingen, wenn er sieht, wenn er eine medizinische Indikation hat, wenn er sieht, dass das Ding entzündet ist, wenn er sieht, dass der Hund immer dagegen stößt, vielleicht an der Bordsteinkante, das abzureißen droht, dann wird ein Tierarzt natürlich handeln müssen. Und auch dürfen. Auf der anderen Seite ist es so, dass bei der Wolfskralle die Dramatik mit dem Leben nicht so schlimm ist. Also es ist wesentlich weniger Leben drin als in den richtigen Krallen. Und ich habe auch gemerkt, dass selbst wenn man mal ein bisschen zu weit schneidet, was eigentlich so gut wie nicht möglich ist, dass dann zwar manchmal ein kleines Tröpfchen Blut kommt, aber das Schmerzempfinden so auch gar nicht da ist. Ich würde da einfach öfter rangehen und immer wieder stückchenweise zurückschneiden und eher daran arbeiten, dass der Hund sich das eher gefallen lässt. Das ist nämlich viel einfacher, als man glaubt, wenn man wirklich strukturiert vorangeht. Genau, also es geht hauptsächlich erstmal um die Trainierbarkeit, dass es eben überhaupt möglich ist und man rankommt. Aber apropos trainieren. Jetzt in Corona-Zeiten haben wir alle vielleicht das eine oder andere Mal doch etwas mehr Zeit für den Hund. Und wir kriegen schöne Feedbacks wirklich zu hören, wie viel ihr mit euren Hunden jetzt macht. Und nutzt diese Zeit. Schaut auf www.mydog365.de vorbei, denn dort könnt ihr euch im Moment für 1 € zum Probemonat anmelden und an ganz vielen Kursen fast nahezu, also für diesen Euro, teilnehmen. Jeden Tag Aufgaben zur Auslastung deines Hundes. Videokurse zu den häufigsten Problemen im Alltag. Tricks, Hundesport oder auch Grundübungen. Einfach und Schritt für Schritt erklärt. Trainiere in deinem ganz eigenen Tempo, wann und wo du willst. Das ist MyDog 365, deine Online-Hundetrainingsplattform. Erhalte täglich Antworten von erfahrenen Hundetrainern auf deine individuellen Fragen und tausche dich mit über 10.000 anderen Hundehaltern aus. Teste uns jetzt auf mydog365.de. So, da sind wir wieder. Frau Meier ist auf Kuschelkurs. Und wir haben gehört, da haben wir noch 2 Fragen. Da wollen wir doch mal schauen, bevor wir gleich in die nächste Übungseinheit gehen. Saskia schreibt, mein Hund hat Panik vor dem Krallenschneiden. Wurde jedes Mal zu tief geschnitten beim Tierarzt. Aha, das heißt, sie hat also eine schlechte Erfahrung damit gemacht. Sie hat mir nun eine Schlüsselfeile empfohlen, da seine Krallen zu lang sind. Habt ihr Erfahrung und einen Tipp? Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt nicht, was eine Schlüsselfeile ist. Jetzt stehen wir auf dem Schlauch. Genau. Aber eine Feile generell, also ich stelle mir einfach vor, dass es eine Feile ist. Es gibt solche Dreiecksfeilen. Ich stelle mir einfach mal vor, dass es das ist, um da Kerben wie bei einem Schlüssel mit hineinzufallen. Die sind natürlich sehr gut geeignet, kann man machen. Aber eben auch mit einem Training vorher, ne? Also dass der Hund entspannt damit umgeht. Ja, genauso aufgebaut, wie ich es gerade beschrieben habe. Beziehungsweise nach der nächsten Frage werde ich noch mal speziell darauf eingehen, wie man mit Hunden umgeht, die schon schlechte Erfahrungen gemacht haben und wo man ganz neu damit starten muss, wenn die voller Angst und Panik sind. Genau. Also ganz wichtig auch, hier findet nicht irgendwann einfach mal ein Gewöhnungseffekt statt. Das passiert nicht. Also wenn man für etwas Sorgen hat, wenn man Angst oder Furcht hat, dann bleibt es. Dann hat man dieses Bild komplett in seinem Kopf und dann wird es auch nicht besser, wenn man da einfach ohne Hilfestellung, ohne Zwischenschritte einfach immer wieder mit konfrontiert wird. Sondern das ist etwas, was einem, kennen wir von uns selbst, einfach keinen Spaß macht und eigentlich noch mehr Sorgen mit sich bringt. Und deshalb ist dieser zweite Trainingsschritt gleich sehr, sehr wichtig und auch natürlich auch nochmal
der Hinweis, alles, was wir eben praktisch hier vormachen in dieser kurzen Zeit, in diesen Schritten, die wir erklären, das sind Aussichten auf das, wie es einfach in den nächsten Wochen gestaltet wird. Und wenn ihr unsicher seid, fragt eure Trainer auch vor Ort in den Hundeschulen, fragt uns auch gerne nochmal. Also lieber einen Schritt viel, viel zu langsam gestalten, als dass man einfach zu übermütig daran geht. Okay, schauen wir auf die nächste Frage. Korma schreibt, mein Hund möchte die abgeschnittenen Teile fressen. Spricht irgendwas dagegen? Keratin, das ist ein... Nein, spricht nichts dagegen. Nein, also sollten jetzt keine Mengen sein, irgendwie, die man noch zusätzlich aufnimmt. Darf man auch nicht vergessen, die Krallen kommen natürlich auch im Boden in Kontakt. Also man muss schon so ein bisschen gucken, so das gesunde Mittelmaß. Man sagt immer so schön, die Dosis macht das Gift, aber jetzt prinzipiell... Spricht jetzt erstmal nichts dagegen. Ja, es dürfte unverdaulich sein. Ja. Es dürfte eigentlich so gut wie... Man findet es wieder. ...so wieder rauskommen. Und ja, nein, ich denke nicht, dass es schlimm ist. Okay. Und wollt ihr dann? Dann wollen wir. Alles klar, dann geht's los. Hallo. Komm, Frau Meier. Wir wollen was machen. Geh mal auf die Decke. Prima. Ja, in froher Erwartung liegt sie jetzt schon hier. Sie sieht schon die Krallenzange und weil sie weiß, dass Krallenzange auch Futter bedeutet, ist das schon mal der erste wichtige Punkt. Stell dir vor, du hast einen Hund und der sieht nur die Krallenzange oder er sieht diese Flasche mit diesen Ohrentropfen und er braucht nur das Ding zu sehen und nimmt schon Reis aus. Dann ist dieses Ding ja bereits schon belegt mit einer Erwartungshaltung, nämlich das wird jetzt doof. Bevor wir jetzt anfangen, die Krallen zu schneiden, müssen wir das Ding umändern. Das muss jetzt toll werden. Das bedeutet, ich könnte das zum Beispiel so praktizieren, indem ich jetzt hier mal Leckerchen ein bisschen kleiner mache. Frau Meier frisst ja in schnell große Mengen. Und ich mache jetzt Folgendes, dass ich die Zange präsentiere. Und zwar in einer Intensität, die der Hund noch gut ertragen kann. Das könnte sein, dass ich das hier hin mache. Guck mal, da ist die Zange. Guck mal, da ist die Zange. Guck mal, da ist die Zange. Ja, hier ist die Zange. So, und jetzt nehme ich die Zange weg und nehme das Futter weg. Das heißt, Frau Meier sagt sich, ich hätte jetzt gerne noch mehr Futter. Kriegt sie aber nicht. Es sei denn, die Zange ist da. Guck mal, die Zange ist da. Ja, dann gibt es auch Futter. Zange weg, gibt es kein Futter. Das bringt eine völlig neue Erwartungshaltung. Und ich kann jetzt... Ich wiederhole das nochmal. Ich kann jetzt zum Beispiel auch beginnen, sobald das ein bisschen besser wird, kann ich zum Beispiel in diese Hand auch Leckerchen reinlegen und sagen, guck mal, ja, hier ist die Zange. Ja. Zack, Zange weg und es gibt kein Futter mehr. Wenn ich das regelmäßig praktiziere, das mache ich zweimal am Tag, brauche ich keine Minute für, dann sieht das nach einer Woche aber schon so aus, dass der Hund sagt, ey, die Zange, wie geil, die will ich haben. Weil dann kriege ich nämlich auch Futter. Okay, jetzt, wenn diese Furcht davor weg ist, jetzt beginne ich wieder, genauso wie ich das vorhin gemacht habe, mit dieser Zange auch eine Annäherung zu suchen. Und bevor ich nun überhaupt in Richtung Pfoten gehe, streiche ich erst wieder den Hund damit ab. Und jetzt passiert Folgendes, wenn ich jetzt eine weitere Annäherung mache, nämlich in Richtung Pfote, fange ich wieder an zu füttern. Ich nehme die Zange weg, wenn die Zange nicht mehr an der Pfote ist, gibt es auch kein Futter mehr. Achtung, wieder ein paar kleine Stückchen. Ich lege mir ein paar in der Hand zurecht, damit ich weiter füttern kann. Noch gibt es nichts, erst wenn die Zange an der Pfote ist. Ja. Ja. Zange weg und auch kein Futter mehr. Da wird sich der Hund sagen, Moment, so schlecht war das nicht, dass die Zange an der Pfote war. Und dann beginne ich mit Desensibilisierungsschritte. Das hat nichts mit einer Allergie zu tun, sondern damit, dass ich immer nur so weit gehe, wie der Hund es freiwillig zulässt. Der Hund muss in einem entspannten Zustand sein und den Schwierigkeitsgrad, wie sehr die Zange mit dem Hund in Berührung, mit der Kralle in Berührung kommt, mache ich abhängig davon, wie der Hund es aushält. Selbst wenn der Hund traumatische Erfahrungen gemacht hat, nämlich das hat wirklich wehgetan, kann ich damit mit dieser Technik die ganze Sache wieder umdrehen. Diese Zange bekommt eine völlig neue Bedeutung. Wichtig dabei ist, du lässt dir Zeit, du bleibst ruhig und du sagst dir nicht, ich muss heute so und so viel schaffen. Ich muss heute eine
zähe Schneiden. Wenn du dich davon losmachst und sagst, nee, ich mache heute, heute Nachmittag, morgen und morgen Nachmittag mache ich jeweils eine Session und ich werde jeweils sehen, wie weit ich komme, dann wirst du damit viel, viel mehr Erfolg haben, weil dann richtest du dich nämlich nach deinem Hund. Jetzt haben wir die Sache gehabt mit diesem Geräusch. Es kann sein, es gibt einige Hunde, die sind reagieren wahnsinnig sensibel nur auf Geräusche, dass das genau das Ding ist. Wie gesagt, man könnte dort feilen, man könnte eine andere Zange nehmen. Ich mag zwar diese Zange hier am liebsten, aber es gibt andere Mechanismen, die manchmal dann eher so eine, ja, nicht so eine schneidende, sondern mehr so eine quetschende Wirkung haben, die dann auch ein anderes Geräusch machen. Könnte man ausprobieren oder man macht es halt so, dass man jetzt hier in Anwesenheit des Hundes das ganz genauso macht, dass man jetzt sagt, pass mal auf, ich nehme hier einen Ast, ich hole mir aus dem Wald einfach so einen langen Ast, halte das hier in der Nähe der Zehe, mach Knack und gib sofort ein Stück Futter, Knack und sofort ein Stück Futter. Dann wird dieses Knackgeräusch, womit ich hier etwas schneide, zur Ankündigung von einem Stück Futter. Und wenn der Hund das hier noch nicht aushält, dann mache ich es hier. Ich mache hier, schneide das Stück Ast einfach ab. Und dafür kriegt der Hund ein Stück Futter. Und wenn er das nicht aushält, dann mache ich dieses Geräusch halt noch leiser, indem ich vielleicht erstmal ein Tuch drüber lege. Ich kann also so, der Hund kann eigentlich nicht drumherum, um zu erleben, dass das, was ich da mit ihm vorhabe, etwas Schönes ist. Und das nennt man im Fachjargon eine Gegenkonditionierung. Damit kann man wirklich Ängste am allerbesten behandeln. Tina, habe ich noch was vergessen? Nee, ich denke, das ist erstmal so die grobe Erklärung dafür, wie das auf jeden Fall aufgebaut werden kann. Beachtet immer, wie gesagt, Stress ist etwas Subjektives, also die Wahrnehmung des Hundes ist jetzt ganz wichtig dafür, wie man reagiert. Simples Beispiel, wird man jetzt hier eine Vogelspinne auf den Teppich legen, so viel zum Thema Stress ist subjektiv, da würden wir beide einfach völlig unterschiedlich reagieren. Wir sagen jetzt auch gar nicht wie und wer. Ne? Sagen wir nicht. Genau, aber das ist einfach die Wahrnehmung, obwohl letztendlich die Vogelspinne natürlich ein und dieselbe entsprechend ist. Weiterhin, also dieser Tipp ist einfach auch wichtig für die Mehrhundhaltung. Also wenn jemand eben 2, 3, 4 Hunde zu Hause hat und man sagt, alles klar, heute ist die Session, um die Krallen zu schneiden. Auch hier trainiert ist, wie gesagt, mit jedem Hund komplett individuell, jeder in seinem eigenen Tempo. Und dann erkennt ihr natürlich letztendlich auch, wie schnell die Hunde mitarbeiten und wie sie mit eurem Vertrauen umgehen und wie viel Vertrauen ihr schon gewonnen habt. Also solche Übungen, gerade die, die langwierig sind, also sagen ganz, ganz viel über eure Beziehung aus, was eigentlich super schön ist, wenn man sich genau darauf einlässt und eben dann auch diese Fortschritte eben auch zählen kann und mitschneiden kann. Ich möchte noch mal ganz kurz auf diese beiden Techniken eingehen, die wir heute bereits schon gezeigt haben. In der ersten Sequenz, die ich gezeigt habe, habe ich mich mit der Krallenzange angenähert, eine Manipulation vorgenommen und danach hat der Hund zur Belohnung, weil er dafür stillgehalten hat, ein Leckerchen bekommen. Also, ich habe ihm gesagt, was er tun soll. Ich habe mich angenähert und eine Ablenkung eingebaut. Der Hund hat dennoch getan, was er tun sollte und dafür hat er hinterher ein Leckerchen bekommen. Das war eine Belohnung für Durchhalten. Das war Nummer eins. Das ist das, was man mit dem Durchschnittshund machen kann und sollte. Wenn etwas bereits bekannt ist. Wenn etwas bereits bekannt ist. So, jetzt kommt der nächste Schritt, den ich jetzt eben gezeigt habe. Der Hund hat bereits schon Angst davor und lässt gar nicht die Krallenzange überhaupt so weit rankommen. Dann gebe ich der Krallenzange eine neue Bedeutung und der Zeitpunkt des Leckerchens ist ein ganz anderer. Ich zeige erst die Zange, gebe dann das Leckerchen und zwar so lange das Futter, so lange wie die Zange präsent ist. Dann nehme ich die weg und dann nehme ich auch das Futter weg. Es ist also keine Belohnung für etwas, sondern es ist ein Schönfüttern. Und das kann ich entweder mit Futter machen und wer Futter nicht nimmt, mag auch gerne soziale Zuwendung oder nette gesprochene Worte. Schön machst du das, Frau Meier, das ist toll, guck mal, das ist eine kleine Zange. Ja, es gibt zig Hunde, die da richtig drauf abfahren. Also das solltest du unbedingt ausprobieren. Genau, und eben diesen Unterschied wahrnehmen, ruft man etwas ab, was der Hund schon letztendlich kann. Oder müssen wir ihn erst im ersten Schritt überzeugen, dass es etwas Tolles ist, was da widerfahren wird. Okay, wir schauen auf die nächste Frage. Saskia, welche Pfeile würdet ihr empfehlen?
Also ich würde da zum Beispiel mich schlau machen beim Hundefriseur oder im Zoofachhandel. Da gibt es einfach, ich würde nicht im Baumarkt fahren, sondern tatsächlich gibt es schon fertige Fallen in verschiedenen Körnungen. Und ich glaube, am besten kann da jemand empfehlen, der sich auch beruflich mit der Pflege beschäftigt. Ja, und den Hund vor allen Dingen mitnehmen. Also nicht hinfahren und einfach, also den Hund dann eben auch vorstellen, weil es hier natürlich auch wieder von Größe, Form, Hund, ganzer Konstitution natürlich abhängig ist. Und die Frage ist natürlich auch, welches Ziel erreicht werden soll. Also das sind alles die Fragen, ist immer so ein bisschen schade, ne? Dass wir jetzt nicht sagen können, Pfeile XY, dann wäre es ganz einfach. Aber dass man eben da individuell guckt, welche Pfeile kann dieser Hund wirklich gebrauchen. Ja, und so richtige professionelle Groomer, so heißen Hundepfleger, die Hunde frisieren, die haben richtige Maschinen dafür. Das ist wie so ein kleiner Dremel mit so einem Schleifaufsatz, der sich dann so dreht und damit wird das dann so langsam runtergeschliffen. Genau. Also wie gesagt, naja, und der Trend geht ja auch so, ne? Mehr Pfeilen und so. Genau. Okay, Andrea hat noch eine Frage. Ich habe einen ungezogenen Harzer Fuchs-Junghund. Aufgrund von Krankheiten bei ihm und dann bei uns sind die ersten Monate mit Erziehung sehr vernachlässigt worden. Mit welchem Kurs sollte ich anfangen? Och, Andrea, ganz ehrlich, wofür kribbelt es denn? Oder wobei kribbelt es denn im Bauch und wofür schlägt dein Herz? Diese Sätze wollte ich jetzt gerade kombinieren. Mhm. Die Sache ist, glaube ich, also es gibt ja mehrere Möglichkeiten zu entscheiden, was man tut. Es gibt das, was man braucht. Jetzt schreibst du hier drin, ein ungezogener Harzer Fuchs, den du letztendlich hast. Also merkst du, du hast vielleicht beim Thema Grunderziehung das eine oder andere Defizit. So, da kannst du jetzt anfangen. Schadet nichts, ganz klar. Das weißt du auch, glaube ich, selbst. Die Frage ist allerdings, weil es ist ja keine Entscheidung gefallen. Also die Frage ist ja, wo möchtest du denn anfangen? Also ich mache das immer so, dass ich immer so gucke, so kosten-nutzen-mäßig. Was würde dann reinpassen? Denn Training darf definitiv auch Spaß machen. Jetzt kriegt mein Mikro gerade ein Küsschen. Ich hoffe, es war nicht zu laut mit dem Atmen. Es war der Hund. Das bedeutet letztendlich, wozu habt ihr Lust? Und vielleicht kann man ja auch irgendwas miteinander verbinden. Und darauf würde ich ehrlich gesagt hören, weil ich stelle das bei mir immer fest, wenn ich mich durch irgendwas durchboxen muss. Wenn ich also irgendwelche Fortbildung mache und ich muss irgendwelche Aufgaben dafür machen oder und merke, oh nee, habe ich jetzt gerade gar keine Lust, dann muss ich gucken, wie belohne ich mich selbst dafür, wie motiviere ich mich selbst, also wie im Hundetraining auch. Und das heißt, es wird immer irgendwie eine Kombination geben und vielleicht startet man sogar mit zwei Kursen. Ja, das war auch gerade meine Idee gewesen. Also einmal, um wirklich die Auslastung eines solchen Hundes, der so kreativ ist, der so intelligent ist wie ein Harzer Fuchs und auf so viele Ideen kommt, wirklich gleich in die richtige Bahn zu lenken. Und das mit einfachen Mitteln und gleichzeitig aber auch die Erziehung. Also ich finde auch, dass dieser Grunderziehungskurs, den du gemacht hast, dass das eine tolle Idee ist. Und dazu die Schnüffelspiele. Mhm. Diese beiden Kurse, das sind etwas, was man parallel machen kann. Da hat man auf der einen Seite die Auslastung und man kann diese Kreativität des Hundes in die richtigen Bahnen lenken. Und vor allen Dingen, also man sieht auch, wozu dieses Grundtraining dann auch einfach hilft. Ne? Das brauchen wir auch im Schnüffeltraining, dass der Hund eben beispielsweise lernt zu warten, bis wir eine Fährte freigeben, bis er eben endlich hinterher darf. Und dann weiß man wieder, warum man sich durch diese Trainingseinheiten geboxt hat und den Hundetrainer verflucht, der diese Ideen hat. Also wie gesagt, versucht diese Balance dazwischen zu finden. Also was ist die Notwendigkeit und worauf habt ihr beide wirklich zusammen auch richtig Bock? Ne? Okay, so Frau Meier, schauen wir auf die nächste Frage. Gudrun, wie macht ihr das beim Zähneputzen, also den Hund beruhigen? Also zum einen ist es so, dass wir... Ja, es ist erstmal ganz genauso wichtig, ist aber erstmal, dass er sich das natürlich gefallen lässt. Und wir machen ganz viel, dass wir erstmal mit solchen Berührungen einfach nur so kreisende Bewegung am Hundemaul damit starten. Und danach kriegt der Hund erstmal wieder was zu fressen. So, dann starten wir wieder mit Berührung und dann erst kommt die Zahnbürste, dann werden ganz kurz die hier reingelegt, dann wird das wieder weggenommen, der Hund bekommt eine Belohnung dafür. Und so wird das Stück für Stück gemacht. Ja, und die Geschmacksrichtung auf der Zahnbürste, man muss ja nicht gleich mit Zahnpasta anfangen, mit Hundezahnpasta, ganz wichtig, Hundezahnpasta, sondern da darf natürlich auch das erste Mal vielleicht ein bisschen Leberwurst drauf sein, ne? Dass das irgendwie nett ist oder man darf das dann auch hinterher mit der Zahnpasta mischen, wenn Hunde eben auch diese Zahnpasta erstmal als nicht so typisch aufnehmen würden.
und eine bessere Idee hätten oder eben die Schnauze nicht aufmachen wollen. So, und das heißt, auch hier findet so eine ganz langsame Annäherung eben entsprechend statt, dass sich der Hund daran gewöhnen kann, dass er das gerne macht, dass er weiß, dass diese kruschelnden Finger gerade im Schnauzenbereich eben auch nichts Böses wollen, sondern dass die kommen und gehen können, dass man eben die Lefzen anheben kann, das Gebiss eben auch mal auseinander bekommen. Aber auch hier fangen wir wieder an mit derselben Idee. Der Hund bekommt eine Grundposition, das würde hier das Sitz sein. Und dann würden wir ihn nicht sofort am Maul anfassen, sondern erstmal an den Schultern. Und ich glaube, Frau Meier, würdest du mal ganz kurz aufstehen? Ich glaube, die Pfote muss mal ganz kurz runter. Ich glaube, das möchte sie. Ich glaube, das möchte sie auch. Frau Meier, komm. Da kann man her. Oh yeah. Sitz. Okay, sie bekommt also das Sitz. Jetzt wollen wir sie erstmal streicheln. Dann wird von hier aus sich hier, also eine Hand bleibt am Hund und die andere geht nach vorne. Genau, und allgemein auch findet die Lieblingsstellen eures Hundes und startet da. Frau Meier ist einfach großartig da drin. Sie hat eine relativ breite Brust und Gott sei Dank lässt sie sich eben super gerne auch hier vorne streicheln an der Brust. Und das ist einfach eine super Startposition. Selbst wenn ich hinten irgendwann mal an den Popo möchte oder an die Rute möchte, starte ich hier vorne, weil ich weiß, damit gewinne ich immer. Weil da haben wir einfach schon unseren Pakt geschlossen. Sie weiß, wenn meine Hände da rumfummeln, ist das nicht schlimm, sondern das ist toll. Und dann lässt sie das eben auch zu. Und selbst wenn ich mehr wenn ich mich weiter vorarbeite, besser gesagt nach hinten weiter durcharbeite und es wird irgendwann aus irgendwelchen Gründen unangenehm, dann rudere ich einfach wieder zurück an meine Stelle und werde mich dann beim nächsten Mal einfach langsamer annähern. Und man muss nicht unbedingt eine Zahnbürste benutzen. Es gibt eigentlich solche Gummifingerlinge dafür, die es im Handel extra zur Zahnpflege für Hunde gibt. Auch das ist eine Möglichkeit. Genau. Wir schauen uns die nächste Frage an. Marile. Hallo, mein Hund lässt sich nicht an den Pfötchen berühren, auch mit Ausstreichen anfangen und Keks bei Berührung an der Pfote. Auf jeden Fall. Erstmal mit ganz viel Ruhe erstmal den Hund in eine Position bringen. Dann erst schrittchenweise ausprobieren, einfach mit, wenn er sich so nicht anfassen lässt, erstmal gucken, ob er sich hier anfassen lässt. Und dann geht es einfach darum, dass man von hier aus mit einer Bewegung hier rüber fährt. Mehr nicht. Und dafür gibt es eine Belohnung. Und das hält eigentlich jeder Hund aus. Jeder Hund, der keine Panik hat. Genau. Also ich glaube, ganz wichtig ist auch nochmal, Jörg hat das jetzt schon vorgemacht, also wenn das jetzt die Vorderpfote ist, einfach runterstreichen, bitte nicht sagen, oh, ich guck mal hier, was geht, weil der Körper ist auch nicht darauf eingestellt. Ne? Also es sind immer Spontanberührungen und wenn man eben springt, weiß der Hund auch nicht, wohin denn das nächste Mal, ne? Wo gehen wir hin. Und durch eine fließende Bewegung kann sich natürlich auch das gesamte Nervenkostüm darauf einstellen und das macht es für den Hund wesentlich attraktiver. Und eben, er wird entspannter sein, wenn diese Berührung kommt, weil er weiß, ich weiß, was in Zukunft passieren wird. Also wenn du nach unten streichst und du wiederholst das ein paar Mal, ist es sehr unwahrscheinlich, dass du mir anschließend mit der Hand auf den Kopf haust. Das wird nicht passieren, weil wir dieses Ritual nicht aufgebaut haben. Und über Rituale, über Routine können sich Hunde einfach sehr gut und sehr leicht vorstellen, was wir uns von ihnen wünschen, weil wir geben ihnen ja dadurch jedes Mal ein Feedback und Hunde achten da definitiv drauf, wie unser Alltag abläuft. Das ist ja eine verdammt große Stärke unserer Hunde. Die haben ja den ganzen Tag Zeit, unsere Schwachpunkte rauszufinden. Was ihnen also auch sehr gut gelingt. Aber nein, Spaß beiseite. Sie orientieren sich daran, wie sind die Punkte, die uns einfach wichtig sind im Alltag. Also worauf achten wir? Wird ein Sitz immer belohnt? Wird es nur zu 80% belohnt? Und darauf reagieren die Hunde. Also die scannen uns hervorragend. Und wenn die einfach wissen, also immer, wenn sie mich in Sitz bringt und immer, wenn wir das hier in diesem Raum machen und sie hier an der linken Schulter anfängt, dann wird sie auch immer runterstreichen und niemals hochstreichen. Und das bringt natürlich eben diese Vorhersagbarkeit, bringt natürlich eine unheimliche Entspannung letztendlich mit sich. Also ausprobieren und zwar genau in diesen Schritten. Und wenn es nicht klappt, liegt es meistens nicht daran, dass der Hund kaputt ist oder ihr einen ganz großen Fehler gemacht habt. Versucht noch kleinschrittiger zu arbeiten. Das reicht meistens aus, um Druck rauszunehmen. Schauen wir auf die nächste Frage. Sophia. Wir haben einen Kurzhaar-Collie, 3 Jahre alt. Er hat Angst vorm Autofahren und bricht. Was kann man tun? Ja, hier muss man erstmal gucken. Es gibt meistens 3 verschiedene Dinge, vor denen ein Hund Angst hat, wenn es um das Thema Auto geht. Ja. Entweder hat er Angst einzusteigen, er hat Angst vor der Fahrt selber oder drittens, er hat Angst vor dem Ziel. Ich nehme mal an, da er hat Angst und bricht, wenn er bricht,
Also da muss Angst und Brechen muss nicht unbedingt zusammenhängen, sondern es kann einfach Unwohlsein sein. Dann nehme ich mal an, wir haben es hier mit der Problematik zu tun, dass der Hund zwar ins Auto geht, aber wenn er drin ist, geht es ihm nicht gut. Das heißt, es wird ihm schlecht. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, mit denen man da arbeiten kann. Das Wichtigste ist erst einmal auch die Position oder an der Position etwas zu verändern. Ist das ein sehr rutschiger Untergrund? Dann wäre es auf jeden Fall sinnvoll, ihm dabei zu helfen, dass da eine Gummimatte reinkommt oder vielleicht sogar eine Transportbox, sodass er nicht immer hin und her geschleudert wird. Kann er rausgucken? Kann er rausgucken oder sollte er vielleicht am besten gar nicht rausgucken, weil das, was er draußen sieht, ihn immer nur beunruhigt. Genau. Ist aber auch hier eine Entscheidung, die jeder Hund für sich alleine trifft. Ne? Also da gibt es auch keine Maßnahmen, sondern hier geht es darum, auszuprobieren, wann hast du rausgefunden, bricht der Hund nicht. Ja. Und dann hat es was mit dem Fahrstil zu tun. Wenn ihr zum Beispiel auffällt, dass bei geraden Strecken auf der Autobahn das Problem weniger da ist, dafür aber, wenn du Kurven fahren musst, das Problem häufiger da ist, dann hast du natürlich einfach ein Problem, dass dem Hund schlecht wird durch die Autofahrerei selber. Da helfen, dann muss man so ein bisschen auf die Reise gehen, was wir so ein bisschen ausprobiert haben, vor allem bei unserer Tochter, das ist Pfefferminzöl, das wir mit einem kleinen Zerstäuber stark verdünnt dann im Wageninneren haben. Und das hilft nicht nur kleinen Kindern, das hilft auch Hunden. Aber da müsstest du dich bitte beraten lassen, am besten beim Tierheilpraktiker oder bei einem Aromatherapeuten, der sich damit auskennt, mit Minzöl umzugehen, weil das nämlich auch natürlich, wenn man das unverdünnt nimmt, ganz stark reizend ist. Man darf davon auch auf keinen Fall zu viel nehmen. Genau, und es muss auch gar nicht am Hund sein, sondern wirklich auch dann nur im Auto. Genau. Also hier bitte keine Eigenexperimente machen, aber das wäre eine Option oder auch, wo Jörg eben das Thema Tierheilpraktiker schon angesprochen hat, beziehungsweise eben die Aromaöle, es würde eben auch über die Homöopathie einiges möglich sein. Das können wir eben machen, wenn wir auch wirklich eine gesundheitliche Komponente einfach vorliegen haben. Also wenn es hier wirklich auf den Magen-Darm-Bereich einfach schlägt, was eben sein kann und natürlich ausgeschlossen werden muss. Die anderen Komponenten sind eben die Jörg schon angesprochen hat, also im Verhalten auch liegen durch vielleicht schlechte Erfahrungen oder eben durch einfach nicht gewöhnt sein. Gibt es Möglichkeiten, dass Hunde eben einfach so reagieren, oder eben wissen, oh Gott, immer wenn ich hier in diesem Auto sitze, fahren wir immer zum Tierarzt. Und das war bisher vielleicht nie schön für diesen Hund, irgendwas ist passiert. Oder eben aber auch umgekehrt die große Freude, immer fahren wir zur Hundewiese, immer machen wir was Schönes. Dann ist es letztendlich so, dass aber auch hier immer die Ursache rausgefunden werden muss. Und es gibt zig Möglichkeiten, wie man das behandeln kann, wie man es ganz erfolgreich behandeln kann. Aber wir brauchen an dieser Stelle die Ursache. Wir müssen wissen, warum es dazu kommt, dass dieser Hund sich übergibt und wie seine Gefühlslage in diesem Augenblick definitiv ist. Okay, wir haben noch eine letzte Frage. Dann schauen wir mal. Die kommt von Mara. Ihr Lieben, habt ihr eine Idee, wie ich meiner 8 Monaten jungen Malteserhündin Aria das Anbellen, sie steigert sich sehr rein, gegenüber allen und anderen Hunden abgewöhnen kann? Liebe Grüße. Ja, liebe Mara, ganz liebe Grüße zurück. Ich glaube, das Wichtigste ist dabei, dass man nicht unbedingt das Anbellen abgewöhnt, sondern einen ganz anderen Weg geht, nämlich der Aira sagt, was sie in diesem Moment stattdessen tun soll. Das bedeutet, sie richtet sich ja zu den anderen Hunden aus und wird in einer bestimmten emotionalen Situation sein. Vielleicht macht sie sich Sorgen, weil sie sieht, oh, da ist ein anderer Hund, vielleicht auch sogar ein größerer Hund, der kommt auf mich zu, vielleicht ist das gefährlich für mich. Vielleicht ist es aber auch so, dass sie frustriert ist, weil sie sagt, hey, das andere Hund, da will ich hin, aber ich kann, ich bin dann alleine, ich will, aber ich kann nicht. Und bellt aus diesem Grund. Warum auch immer. Sie hat irgendetwas mit diesem anderen Hund. Und wenn du jetzt einfach eine Regel aufstellst und sagst, nee, pass mal auf, Aira, wenn du hier alleine bist, dann reden wir gar nicht mit anderen Hunden. Aus diesem Grund sage ich dir, was du anderes tun sollst, nämlich dreh dich zu mir um und komm her und setz dich bei mir hin. Und du bist bei mir auch in Sicherheit. Und wenn du ganz auf Nummer sicher gehen willst, da gibt deine Lieblingsstellung für Hunde, die auch ein bisschen unsicher sind, ist zwischen den Füßen von dir sich zu platzieren. Also nicht nur irgendwo zu sitzen, sondern direkt zwischen deinen Füßen, weil die meisten kleinen Hunde sich dann nämlich auch sehr, sehr sicher fühlen und auch wirklich auch beschützt werden können, wenn da mal irgendein anderer Hund wirklich angesprungen kommt. Das ist ja auch ein Problem, wenn auf einmal ein 50-Kilo-Hund oder Frau Meier ankommen würde. Da würde ich mir als Malteser natürlich auch Gedanken machen. Genau, also das wäre die eine Möglichkeit, dem Hund eine andere Aufgabe stattdessen zu geben.
Wie gesagt, kleine Ergänzung, aber insofern noch immer gucken, wie ist die Gefühlslage dazu. Also ein bellender Hund ist etwas, was uns oftmals stört, uns Menschen. Aber Achtung, er teilt eigentlich nur gerade seine Stimmung mit. Und die müssen wir natürlich rausfinden. Und es bringt nichts, wenn wir einfach sagen, hör auf damit, stopp. Also strafen bringt überhaupt nichts. Sondern wir müssen gucken, wie geht's ihm damit und welches Gefühl soll er eigentlich in Zukunft haben, wenn er einen anderen Hund sieht. Und wenn man das kombiniert, also die Idee von Jörg plus diese Gefühlsveränderung, die ich jetzt noch mit in den Raum werfe, dann wird es eigentlich sehr, sehr entspannt mit dem Hund, weil er sich einfach freut auf die gemeinsamen Spaziergänge und weiß, dass wir ihn lenken können. Auch in Situationen, wo er eben vorher einfach gebellt hat. Das ist ein Weg, der dauert etwas. Also das ist nichts, was man so schnell beigebracht hat wie zum Beispiel einen Sitz. Der Hund ist 8 Monate, ist aber eigentlich ein sehr gutes Alter, jetzt auch auf jeden Fall damit anzufangen, ja. Weil der Hund befindet sich gerade in der ersten Pubertät oder ist auf dem Weg dorthin. Und er durchläuft natürlich verschiedene Entwicklungsphasen, bis er seine soziale Reife erreicht hat. Und das Verhalten wird nicht einfach von alleine aufhören, indem wir es einfach wegignorieren und sagen, ach, das wird schon oder nach der Pubertät. Also das wird nicht funktionieren, weil mit jedem Mal bellen kriegt der Hund natürlich eben auch wieder eine Information für seinen Erfahrungsschatz, den er sammelt. Und der wächst und wächst. Und wenn er feststellt, dass Bellen auf jeden Fall Erfolg hat, den müssen wir natürlich noch rausarbeiten, also für ihn Erfolg hat, also was dahinter steckt, dann wird das Verhalten auf jeden Fall beibehalten. Und daher, es lohnt sich. Ich glaube, dieser Probemonat ist, glaube ich, eine ganz gute Sache, da vielleicht nochmal einzusteigen und zu gucken, weil da haben wir natürlich das ein oder andere Mal genauso eben auch diese Thematiken mit drin, wie man eben in Situationen seinem Hund besser sagt, hey, tu das. Und lass das andere eben sein. Also vielleicht magst du bei mydog365.de noch mal einmal nachgucken. Mhm. Ihr Lieben, ja, zack, ist die Stunde wieder um. Unglaublich. Also die Zeit vergeht, es macht unheimlich Spaß mit euch. Ein ganz, ganz liebes Dankeschön. Wir freuen uns, dass ihr das so fleißig trainiert. Macht weiter, kümmert euch weiterhin so toll um eure Hunde. Habt weiterhin ganz viel Spaß mit ihnen. Ja, diese Woche sehen wir uns, glaube ich, erst am Donnerstag wieder. Und wir freuen uns auf jeden Fall sehr auf euch, wünschen euch einen wohlverdienten Feierabend, einen sehr schönen Abend. Bleibt gesund weiterhin, achtet weiterhin auch noch gut auf genügend Kontaktsperre, haltet euch daran, dass wir es hier in Deutschland auch mit Corona gut einschränken können. Wir wünschen euch eine wunderbare Zeit, einen schönen Abend und wir beide freuen uns, oder besser gesagt, wir drei freuen uns sehr auf Donnerstag. Haltet die Ohren steif. Tschüss. Tschüss. Jeden Tag Aufgaben zur Auslastung deines Hundes. Videokurse zu den häufigsten Problemen im Alltag. Tricks, Hundesport oder auch Grundübungen. Einfach und Schritt für Schritt erklärt. Trainiere in deinem ganz eigenen Tempo, wann und wo du willst. Das ist MyDog 365, deine Online-Hundetrainingsplattform. Erhalte täglich Antworten von erfahrenen Hundetrainern auf deine individuellen Fragen. Und tausche dich mit über 10.000 anderen Hundehaltern aus. Teste uns jetzt auf mydog365.de.